Von Tschechien fahren wir in die Slowakei. Leider ist die Dampflok, die man uns angekündigt hatte, nicht einsatzbereit. Zur Bahn gehört auch ein Freilandmuseum, wo man die unterschiedlichen Häuser aus der ganzen Gegend zusammengetragen hat. An dem Sonntag treten auch Musikgruppen auf. Die Waldbahn Vychylovka ist eine slowakische Waldbahn mit der Spurweite von 760 mm. Die Strecke ist im Norden der Slowakei an der Grenze zu Polen gelegen und führt durch die Berge der slowakischen Beskiden. Früher war die Strecke noch verzweigter und besaß eine Gesamtlänge von 61 Kilometern. Heute wird die Strecke auf der Länge von ca. 5 Kilometern für touristische Zwecke genutzt. Die Überwindung des Höhenunterschieds der Strecke von 217 Metern wurde durch Spitzkehren ermöglicht. Wir fahren mit Diesel über 2 Spitzkehren, dann geht es zurück. Junge Dame erklärt uns auf Deutsch etwas über die Geschichte der Bahn, die zwischen 1915 und 1918 für die Holzabfuhr gebaut wurde. Man rettete 1972 ca. 9 Kilometer der Strecke. Uns erwartet jetzt eine Draisine, die uns bis zum Bergrücken fährt. Überrascht sind wir, dass unser Gleis gesperrt ist, die Weiche unbrauchbar gemacht wurde, dagegen die Bahn, die von der anderen Seite aus Tanecnik kommt, bis zum Haltepunkt fahren kann. Es steht hier jetzt ein Haus, wo man sehen kann, wie man vor ca. 100 Jahren gelebt hatte. Die Reservierung, die wir vorher hatten. Also mich freut es immer, wenn man sieht, dass unsere EU-Gelder mal sinnvoll für diese Bahn hier eingesetzt werden. Man hört den Zug hinter den Bäumen schon tröten. Fotogen fährt der Zug bis zum Haltepunkt Slowakische Beskiden, der sich auf 935 Metern befindet. Der König mit seinen beiden Lakaien führt etwas Historisches vor, was wir aber nicht mitbekommen, denn wir entern den Zug, der uns nach Tanecnik bringen soll. Ja, das stimmt ja noch. Was ich befürchtet hatte, gab es ein kleines Problem, da wir keine Fahrkarten vorweisen konnten. Wir durften alle als Senioren aber den halben Preis bezahlen, was in einem Fall nicht ganz korrekt war. Wir nehmen das Angebot an, mit einer Draisine zum Bergrücken zu fahren. Eine Rundfahrt ab Tanecnik dauert ca. 1 Stunde 10 Minuten für insgesamt 6 Kilometer und kostet regulär 5 €. Fährt eine Dampflok, kostet es 8 €. Auf der englischen Seite der Bahn bietet man täglich eine Fahrt von Tanecnik zum Freilandmuseum Vychylovka mit der Draisine an. Vor Ort hatte man uns dagegen erzählt, dass dieses nicht möglich sei, da sich die beiden Bahnen nicht absprechen. Wir werden hier mit dem Auto abgeholt. Als wir zurückkommen, haben wir Zeit, uns das Freilandmuseum anzusehen. Ich nehme lieber noch einmal den Zug, der alle Stunde fährt, auf. Die Wartezeit verbringe ich mit dem Beobachten der Waldameisen. Der Lokschuppen steht offen und jeder kann da dort rein, denn er liegt an einem öffentlichen Weg. Ein sehr großer Unterschied zum Eisenbahnmuseum in Bastrop, wo man nur mit Bewachung rein darf. In einem Nebengebäude gibt es auch 3 Modelleisenbahnanlagen, wo die Kinder mitspielen dürfen. Ich habe mir erlaubt, die Fahrgeschwindigkeit dann runterzuregeln. Erwähnen möchte ich hier einmal, dass alle Museumsbahnen immer sehr saubere Toiletten haben. Damals hatte die Lokomotive noch ein Dach über dem Kopf. Vorher gab es hier ein Unwetter und die Strecke war nicht weiter befahrbar. Welche große Steinblöcke kaputt macht auf so kleine Wasserfassen am Bach. Erst ab 2008 wurde die Bahnstrecke von Tanecnik befahren.